Ja, hey Leute, hier ist das Snowleopard mit einem weiteren Video. Heute habe ich für euch das iPad Mini. Das iPad Mini wurde gestern auf der Apple Keynote vorgestellt und ich werde euch jetzt kurz die Daten und Fakten des neuen iPads näher bringen. Wir haben ein 1,2 Megapixel FaceTime HD Kamera an der Vorderseite, die Videos in 720p aufnimmt. An der Rückseite haben wir eine 5 Megapixel Kamera mit dem gleichen Sensor wie jetzt das, der ein aktueller iPod Touch besitzt. Und wir haben natürlich 1080p Videoaufnahme. Displaygröße haben wir 7,9 Zoll. Das heißt, es ist um gute 2,2 Zoll kleiner geworden wie das aktuelle iPad. Und die Auflösung haben wir die gleiche wie beim iPad 2. Lasst mich nicht lügen, ich glaube 1024 mal 768 löst das iPad 2 auf. Wie dick ist das Ganze? Ich habe hier mein aktuelles iPad und ich werde hier immer wieder ein bisschen auf die Daten drauf sehen, da ich die natürlich auch nicht alle auswendig weiß. So, also wir haben eine Dicke von 7,2 mm. Das ist ziemlich dünn. Dünner wie das iPhone 5. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und wir haben ein Gewicht von 308 Gramm. Das heißt, das Ganze ist viel leichter wie das aktuelle iPad, was ja, glaube ich, fast 600 Gramm hat. Also um die Hälfte leichter geworden. Und es gibt es wieder in Schwarz und Weiß. 16 bis 64 GB mit oder ohne LTE. Ja, preislich liegt das Ganze bei 329 Euro beginnt es. Und geht dann hoch bei der WLAN-Only-Variante auf bis zu 429 für die 32 GB Version und 529 für die 64 GB Version. Wie teuer das Ganze mit LTE ist, kann ich euch noch nicht sagen, da ich das eigentlich auch nicht weiß. So, wann wird das Ganze verkauft? Vorbestellen könnt ihr es euch ab Freitag im Online-Store. Und ab 2. November wird es ausgeliefert und ihr könnt es dann auch in eurem Apple Store oder Apple Reseller oder wo auch immer ihr das Gerät kauft, kaufen. Kaufe ich mir das iPad Mini? Ja, ich bin sehr, sehr stark am Überlegen, aber ich habe hier mein aktuelles iPad 3 Retina, mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden und darum glaube ich, lohnt sich das Ganze nicht mehr noch ein iPad zuzulegen. Gefallen würde es mir, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber eigentlich brauche ich es nicht. Vielleicht kauft sich ein Freund das iPad, dann kann ich es mir vielleicht für ein Review und einen Vergleich ausborgen, aber das wird sich noch in der Zukunft zeigen. Ja, das war es eigentlich zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, wie euch das iPad gefällt, ob ihr euch zulegen werdet und was Apple eurer Meinung nach besser machen hätte können. Ja, und das war's zu diesem Video und ich bin raus hier. Ciao.